Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns, dass wir durch diese Sendung Menschen ermutigen können und für sie beten können. Und es ist schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, manchmal meinen wir, wir sind so schwach und können nichts tun. Und da möchte ich dich heute ermutigen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. In Joel 10, Vers 4 heißt es, der Schwache spreche, ich bin stark. Du sagst, ah ja, das ist ja dann ganz einfach. Ich sag einfach, ich bin stark. Es funktioniert so nicht. Wir sind schwach, ich glaube, das sind wir alle ehrlich, aber wir können nur sagen, der Schwache spreche, ich bin stark, wenn wir wissen, wer in uns ist. Wir müssen wissen, dass Jesus durch den Heiligen Geist die ganze Kraft in uns ist und dass es nicht wir sind, die wir sagen, wir sind stark, wir sind die und wir sind die und wir sind die, sondern dass wir sagen, wirklich, ich bin schwach, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch Jesus in mir, bin ich stark. Und das ist eine Stärke, die kann man nicht beschreiben, weil da ist die ganze Kraft Gottes in uns und die dürfen wir anwenden und so dürfen wir auch durch den Tag gehen, weil wir wissen, die ganze Kraft steht uns zur Verfügung und wir sind jetzt nicht die Ameise, die irgendwo da rumkriecht und man zusammentreten kann. Nein, wir sind stark, weil Jesus mit uns ist. Herr, ich danke dir dafür, dass du mit jedem bist, der sich heute schwach fühlt, der sich heute so fühlt, wie wenn er überall zusammengetreten wird und nichts taugt, keiner ihn beachtet. Ich danke dir, Herr, dass wir stark sein dürfen in dir und danke, Herr, dass wir uns dich vor Augen führen dürfen und dass du unsere Kraft und Stärke bist, auch für diesen Tag, für jeden, der jetzt zuschaut. Danke, Herr. Amen. Ja, Jesus in uns, das ist das Thema. Und Christen sollten jetzt die Chance nutzen, gerade in dieser Zeit jetzt, um Menschen Jesus nahe zu bringen. Und da habe ich ein wunderbares Beispiel, das ich euch vorlesen möchte. Da hat uns jemand ein Zeugnis gegeben aus unserem Team. Und sie schreibt, hat uns aufgeschrieben, Hallo Daniel, ich habe eine Freundin, die mich immer belächelte, weil ich Christ bin. In der letzten Woche habe ich mit ihr telefoniert. Sie hat erzählt, dass sie durch die Kurzarbeit in finanzielle Schieflage gekommen ist und sehr verzweifelt ist. Ich habe ihr von Hoffnung um 12 erzählt. Nun hat sie mir gesagt, dass sie es sich angeschaut hat und ruhiger geworden ist. Sie hat nach einer dieser Sendungen ihre alte Bibel gesucht und einfach aufgeschlagen. Und da stand, alle eure Sorgen werft auf ihn. Ist das nicht wunderbar, wie Gott uns gebrauchen kann, um Menschen wirklich aufmerksam zu machen auf Jesus? Und da möchte ich jetzt beten, dass wir wirklich diesen Mut haben. Jesus, ich danke dir, dass du uns gerade in dieser Zeit diesen Mut gibst, auf Menschen zuzugehen und sie hinzuweisen auf Jesus, dass es eine Hilfe gibt, dass es einen Trost gibt, dass es einen Rat gibt, dass es ein Wunder gibt. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns da einfach die richtige Motivation schenkst, einfach Mut und um da weiterzugehen, vorwärts zu gehen, um wirklich Menschen zu zeigen, dass es einen lebendigen Gott gibt, dass Jesus real ist und dass er uns hilft. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Ein Gebetsanliegen hat uns erreicht auf WhatsApp. Ich möchte beten für meine Tochter. Ich möchte beten, ja, für meine Tochter, die ein sehr geringes Selbstbewusstsein hat und von Angst und Panikattacken heimgesucht wird. Dadurch schafft sie es selten, Angefangenes zu Ende zu bringen. Euch herzlichen Dank dafür und ganz liebe Grüße. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst, mit diesen Panikattacken, mit diesen Ängsten und mit diesen,
wenigen Selbstbewusstsein. Ich danke dir, Jesus, dass du da gerade eingreifst in dieser Situation, dass du diesen Mensch einfach berührst, diese Frau. Und ich danke dir, dass du sie verändern kannst, dass du ihr deinen Frieden schenkst und dass du ihr diese Ängste wegnimmst. Und wir entmachten diese Ängste im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass du ihr Frieden schenkst und dass sie wirklich spüren darf und Veränderung erleben darf und auch deine Hilfe. Danke, Jesus. Und alle Menschen, alle anderen, die uns zuhören, die dasselbe haben, dasselbe Problem, auch da greifst du ein, Jesus. Ich danke dir, dass jeder Einzelne in deiner Hand ist und dass du jeden Einzelnen kennst und siehst und jeder, der Angst hat oder Panik oder was auch immer, dass du eingreifst, dass du ganz nahe jedem Einzelnen bist, dass du jedes Herz berührst und deinen Frieden und deine Liebe hineingibst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ein weiteres Gebetsanliegen auf WhatsApp. Ich bitte um Gebet für mein Enkelkind. Sie ist 14 Jahre alt. Sie war 2019 ein paar Tage im Heim und hat dort mit Jugendlichen aus der Drogenszene Kontakt bekommen. War zu Hause und ist weggelaufen und wurde nach 2 Tagen von der Polizei in einer Szene gefunden und ist jetzt wieder im Heim. Sie hat sich äußerlich komplett verändert und hat sich abgeschottet. Bitte betet für ihre Seele, ihre Zerbrochenheit, jemand anders sein zu wollen. Wir sind traurig, verzweifelt, entsetzt und können nichts tun. Sie ist getauft und wir flehen zu Gott, dass Jesus sie anrührt. Ja, Jesus möchte sie ganz, ganz sicher anrühren und er liebt sie von Herzen. Und ich glaube, das sagen so viele, ja, wir haben auch jemanden in der Familie, irgendwie Enkel oder Kinder, wo Ähnliches ist. Und es gibt nichts Besseres, wie wirklich Gott darum zu bitten, dass er diesen Kindern begegnet. Und Herr, ich danke dir dafür. Herr, dass du jetzt auch der Gegenwärtige bist und begegne ihr in einer wunderbaren Liebe. Herr, ich danke dir. Herr, danke, Herr, dass sie aus dieser Szene herausfindet. Herr, danke, Herr, dass du ihr so begegnest und sie wirklich verwandeln kannst, Herr, dass sie sehen kann, Herr. Herr, dass das Wahre in dir ist. Keine Religiosität, nichts Altmodisches, sondern wirklich das Wahre in dir ist und auch die Erfüllung in dir ist. Ich danke dir, Herr, begegne du ihr und all den anderen, Herr, die sich jetzt auch, wo sich jetzt verschiedene Gebetsanliegen mit anschließen. Herr, danke, Herr, dass du es weißt und danke, dass du Gebet hörst und auch erhörst. Amen. Amen. Menschen erleben Gott. Und wenn du etwas erlebt hast, darfst du es uns gerne schreiben. Wir freuen uns, wenn wir das auch weitergeben dürfen. Und da schreibt uns jemand Folgendes. Ich habe im Januar bei euch einen Gebetsnotruf abgesetzt, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt immer noch keine Rentenbewilligung in Händen hielt, trotz Antragstellung im Januar. Meine persönlichen Ressourcen waren aufgebraucht, aber der Herr hat mir wunderbar durch diese Zeit geholfen. Ende Februar kam dann die erlösende Mitteilung über die Bewilligung der Rente. Ich danke Ihnen für den wertvollen Gebetsdienst und ich danke auch meinem treuen Jesus, dass er zur rechten Zeit seine Hilfe geschickt hat. Ja, und er hilft auch dir, wenn du dich an ihn wendest. Im September hatte ich in einer Mail mich an euch gewandt und darum gebeten, für meine Freundin zu beten. Sie hatte Krebs und wusste nicht, ob sie sich operieren lassen sollte. Jetzt hat sie es getan und es stellte sich heraus, dass der Krebs verschwunden war. Dank, lieber Gott, für deine Hilfe und für euer Gebet. Wie wunderbar, wenn Gott so eingreift, dass nichts mehr zu finden ist. In der Karwoche hatte ich einen Zahnarztbesuch mit Folgeschmerzen und einer eitrigen Wunde. Ich habe euch um Gebet angefragt. Noch in der Gebetsnacht erwachte ich und spürte keine Schmerzen. Ich dachte an euch,
Am Morgen hat sich auch der Eiter aufgelöst und noch ein paar Tage später war auch die Wunde gut verheilt. Vielen Dank allen, die für mich gebetet haben. Und ich möchte jetzt gerade auch noch für alle beten, die Schmerzen haben. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der Schmerzen wegnimmt. Und ich danke dir, dass du auch jeden siehst jetzt, der Schmerzen hat, egal wo. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom durch jeden Leib jetzt hindurchfließt und dass jeder Schmerz gestoppt wird im Namen Jesu. Ich danke dir, Jesus, dass deine Kraft mächtiger ist als jeder Schmerz und dass du hilfst, dass du gerne hilfst. Danke, Jesus, dass du jeden berührst, jetzt der Schmerzen hat. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, unterschiedliche Dinge berührt Gott, regelt Gott, heilt Gott. Und lass uns auch wissen, was er bei dir tut. Über diese WhatsApp-Nummer lass uns wissen. Schreibe uns oder schick uns ein kleines Video über WhatsApp. Wir freuen uns sehr. Heute der Tipp des Tages. Ich hatte die Bibelstelle anfangs der Sendung. Ja, der Schwache spreche, ich bin stark. Rede mit Gott darüber. Rede, nicht jammere. Oh Gott, wie bin ich doch so ein Schwacher und so ein Unwürdiger. Nein, rede mit ihm und sag, Herr, danke. Trotzdem, ich bin schwach, aber ich lass dich in mir stark werden. Ich sei du in mir die Stärke, sei du in mir der Löwe aus Juda, sei du in mir die Kraft und mit ihm schaust du die Probleme von oben nach unten. Da ist ein Problem, gar keine Frage, wie so von unten hoch, wer wird als nächstes auf mich treten. Sprich mit Gott darüber, sprich mit Gott darüber und es wird dir einen großen Frieden bringen. Unser Telefonteam ist noch bis 13 Uhr für dich da. Du kannst uns weiterhin deine Anliegen auch schicken. Wir beten gerne für dich. Ich möchte dir heute empfehlen, geh auf unsere Webseite ganz runter. Da kann man unsere Newsletter bestellen. Aber dort gibt es auch ein Kreuzchen zu machen, Ermutigung der Woche. Und da senden wir dir jede Woche kostenlos eine Ermutigung zu auf deine E-Mail-Adresse. Und am Sonntag sehen wir uns wieder im Gottesdienst. 10 Uhr beginnt der Gottesdienst im Livestream über YouTube. Sei mit dabei. Und wir freuen uns, dich bei der nächsten Sendung bei Hoffnung um 12 wiederzusehen, wenn du möchtest. Der Herr segne dich. Alles Gute und Gottes Segen.